Präsidentin, meine Damen und Herren, Natascha Reinhardt, Sie tun hier immer so, wenn Sie hier diskutieren, als ob wir nicht wissen, was Asylpolitik ist und was Flüchtlinge bedeuten. Möglicherweise haben Sie sich mit der Geschichte unseres Volkes nicht auseinandergesetzt, Herr Tasch. Meine Eltern waren nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden aus Breslau vertrieben. Und ich habe in der Görlitzer Straße mit meinen Eltern gelebt. Und ich weiß, was Armut und ich weiß auch, welche Probleme vor Ort sind. Meine Eltern haben immer versucht, bis zu ihrem Lebensende die Hoffnung gehabt, dass sie einmal wieder nach Hause gehen können. Und sie haben diese Hoffnung leider nie erlebt. Und ich habe Weihnachtsfeiern in meiner Kindheit erlebt, wo meine Eltern geweint haben und gesagt, wir wollen doch eigentlich wieder nach Hause. Bloß sie konnte nicht nach Hause. Und meine Damen und Herren, deshalb ist diese Diskussion auch verlogen über Flüchtlinge in dieser Stadt. Die Flüchtlinge am Oranienplatz, meine Damen und Herren, wurden von dem Bezirksbürgermeister Schulz motiviert, diesen Platz zu besetzen. Man hat möglicherweise, und man hat eins gemacht, man hat die Flüchtlinge in ihren politischen Ansichten gerade vor Ort brutal ausgenutzt. Und wer sich mit dem Oranienplatz mal beschäftigt, meine Damen und Herren, welcher Dreck, welche sanitären Einrichtungen dort waren, Herr Tasch, die keine sanitären Einrichtungen waren, der erlebt hat, wie Anwohner den Flüchtlingen helfen mussten, weil der Bezirk nicht im Ansatz bereit war, sich um die Menschen dort, die vor Ort dort leben, zu kümmern. Der Bezirk, liebe Frau Beiran und der frühere Bezirksbürgermeister Schulz und auch Frau Herrmann, haben die Flüchtlinge, die dort leben, mehr oder weniger für ihre politischen Forderungen brutal ausgenutzt. Sie haben nicht im Ansatz an die Flüchtlinge dort vor Ort gedacht, sondern sie haben mehr oder weniger ihre politischen Ansätze versucht umzusetzen. Und wissen Sie, wenn man die Not von Menschen in einer derartigen Art und Weise ausnutzt, dann frage ich mich manchmal, wie geht ein Bezirksamt mit der Verantwortung um? Und ich kann mich erinnern, als der Bezirksbürgermeister Schulz dann sein Amt aufgegeben hat, wie ein Aufatmen durch. Verzeihung, einen kleinen Moment bitte. Dieser Bezirksbürgermeister auch mit den Menschen angerichtet hat, welche Wünsche er bei den Flüchtlingen geweckt hat, was er ihnen mehr oder weniger versprochen hat, nichts davon hat er angehalten. Herr Schulz, und das ist doch nichts Unbekanntes, wollte ein riesiges Diskussionsforum auf dem Oranienplatz einbringen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Nein, das hat doch keinen Sinn. Wollte auf dem Oranienplatz ein Diskussionsforum einrichten, wo deutschlandweit die Diskussion über Asylanträge in Deutschland geführt werden. Dazu hat er Bundesminister und auch Europaabgeordnete eingeladen. Keiner, meine Damen und Herren, keiner ist gekommen. Deshalb lassen Sie uns doch fairer, auch anständiger mit den Flüchtlingsproblemen umgehen. Bloß ich sage es Ihnen ganz deutlich, so wie Sie es machen, machen Sie eins, Sie erwecken Hoffnungen, die Sie im Anschluss nicht erfüllen können. Und Sie benutzen die Flüchtlinge, die hier auch hier oben sind, um mehr oder weniger Ihre politischen Ansätze, und das wiederhole ich nochmal, Ihre politischen Anforderungen umzusetzen. Und deshalb ist das, was Sie hier vortragen, falsch. Und lassen Sie mich wirklich noch mal zur Integration in der Stadt sagen. Sie müssten bitte jetzt zum Schluss kommen, Herr Abgeordneter. Gut, ich hoffe, dass ich nachher. Zum Schluss noch mal. Ich schäme mich dafür, was das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit diesen Flüchtlingen am Oranienplatz angerichtet hat. Vielen Dank, Herr Wanzner.